Jetzt bin ich an der Reihe, Sie durch den Garten der Geometrie zu führen. Ich heiße Escher und ich bin ein niederländischer Künstler des 20. Jahrhunderts. Die Geometrie war immer meine Inspirationsquelle und ich bin Meister im Zeichnen der unglaublichsten Kachelungen geworden. Hier sehen Sie mein Selbstporträt gespiegelt in einer Glaskugel. Einer meiner berühmtesten Stiche stellt gezeichnete Echsen dar, denen es gelingt, aus ihrem Blatt Papier zu entkommen. Sie erklimmen verschiedene Objekte, von denen aus sie ihr Dasein als flache Kreaturen betrachten. Als Vorbereitung auf die vierte Dimension wollen wir uns durch diesen Stich und durch ein kleines Büchlein inspirieren lassen, das Ende des 19. Jahrhunderts von dem englischen Theologen Edwin Abbott geschrieben wurde. Es heißt Flatland oder auf Deutsch Flachland. Wir werden versuchen, den Flachländern, das heißt den Wesen, die in einer Ebene leben, die Existenz der uns so vertrauten dritten Dimension zu erklären. Stellen wir uns also vor, dass es einer dieser Echsen gelungen ist, ihrem armseligen, flachen Dasein zu entrinnen und eine erhöhte Lage zu erklimmen, von der aus sie ihre eigene Welt betrachten kann. Wie könnte sie ihren Landsleuten die Existenz dreidimensionaler Körper erklären? Eine erste Idee bestünde darin, dreidimensionale Objekte durch das Flachland hindurchzuschicken. Hier sehen wir zum Beispiel einen Tetraeder mit seinen vier Seitenflächen, der die Ebene der Echsen durchqueren wird. Die ebenen Kreaturen sehen plötzlich ein grünes Dreieck in ihrer Welt auftauchen, das sich dann stetig zusammenzieht. Das ist alles, was sie sehen. Denn ihre Sinne erlauben ihnen nichts, das außerhalb ihrer Ebene liegt, wahrzunehmen. Jedes Mal, wenn die Reptilien ein grünes Vieleck auftauchen sehen, das sich verformt und schließlich verschwindet, können sie sich den Körper vorstellen, der ihre Ebene durchquert. Um zu verstehen, dass es nicht einfach ist, die Gestalt eines geometrischen Objekts anhand seiner Schnitte mit der Ebene zu begreifen, wollen wir versuchen zu erraten, was für ein Gegenstand gerade die Ebene durchdringt. Ein Tetraeder. Und hier? Das ist ein Würfel. Natürlich muss man verstehen, dass diese Echsen nicht unseren Blickwinkel teilen. Sie sehen jedes dieser Polygone lediglich schnittweise und sie müssen selber eine Tiefensicht entwickeln, um die jeweilige Form abschätzen zu können. Und jetzt? Ein Oktaeder mit seinen 8 Seiten. Und ein Icosaeder, ein 20-seitiger Körper. Und zuletzt der Dodekaeder mit seinen 12 Seiten, 20 Ecken und 30 Kanten. Jetzt werden wir lediglich die Schnitte sehen. Und Sie sollten dann den Körper erraten, der sich dahinter verbirgt.
das war ein Tetraeder. Das war ein Würfel. Langsam wird es schwieriger, oder? Wie Sie sehen, müssen die zweidimensionalen Wesen ein gutes Gespür entwickeln, um etwas von der uns so natürlich erscheinenden dritten Dimension zu begreifen. Wir werden bei unserem Versuch, die vierte Dimension zu verstehen, ähnlichen Schwierigkeiten begegnen. Jetzt wollen wir noch eine zweite Methode kennenlernen, um den flachen Wesen die Polyeder zu erklären. Wir beginnen damit, den Polyeder aufzublasen, sodass seine Kanten alle auf einer Kugelfläche liegen. Dann können wir sie stereografisch auf die Ebene der Echsen projizieren, damit unsere zweidimensionalen Freunde auch das Schauspiel betrachten können. Natürlich können wir die Kugel und damit auch den Tetraeder genauso drehen, wie wir es vorher mit der Erde gemacht haben. Betrachten wir also den Würfel und nutzen wir die Gelegenheit, um seine Ecken, Kanten und Seiten zu zählen. Jetzt ist der Oktaeder an der Reihe. Wir sehen gut die 8 eingefärbten Seiten. Wir sehen auch, dass die Kanten auf Kreisbögen runterprojizieren. Jetzt der Ikosaeder. Die Struktur ist bedeutend komplexer, aber noch immer verständlich, selbst für unsere Reptilien. Wir sehen hier 20 Seiten, 12 Kanten und 30 Ecken. Können Sie sie zählen? Wir schließen mit dem Dodekaeder, einem Juwel der Geometrie. Der Zeitpunkt für Übungen ist gekommen.
Begeben wir uns in die zweite Dimension und versuchen wir die Polyeder anhand ihrer stereografischen Projektion wiederzuerkennen. Das hier ist einfach, oder? Wir sehen vier Seiten, sechs Kanten, vier Ecken. Das ist ein Tetraeder. Und das hier? Sechs Seiten, jede mit vier Kanten. Sie haben es erkannt. Es handelt sich um einen Würfel. Das hier ist schon schwieriger, oder? Die Seiten sind Dreiecke. An jeder Ecke treffen sich fünf Kanten. Es gibt viele Seiten. Vielleicht so etwa 20. Das ist ein Icosaeder. Bravo! Betrachten wir den Dodekaeder. Jede Seite ist ein Fünfeck. Wir zählen 12 Seiten. Aus jedem Eckpunkt laufen 3 Kanten. Diese 5 Körper haben schon immer die Geometer fasziniert. Die griechischen Philosophen maßen ihnen eine mystische Bedeutung zu und assoziieren sie mit den Grundelementen, aus denen die Welt beschaffen sein sollte. Übrigens nennen wir sie die platonischen Körper. Wir sind einverstanden. Es ist nicht leicht, sich einen Eindruck der dritten Dimension zu machen, wenn man selber in der Ebene lebt. Mehrere Methoden sind vorstellbar und die stereografische Projektion ist ein nützliches Instrument, wenn man etwas sehen will. Der Zeitpunkt ist gekommen, sich auf die vierte Dimension vorzubereiten. Dies wird eine große Prüfung an unser Vorstellungsvermögen darstellen.